Mama vergessen? Herzogin Meghan soll ihre Anrufe ignorieren. Hat sie ihre Mutter nur wenige Tage nach der Hochzeit etwa schon vergessen? Am 19. Mai wurde aus der Schauspielerin Meghan Markle, 36, eine waschechte Herzogin. Mit dem Ja-Wort an Prinz Harry, 33, sagte sie auch Ja zur royalen Etikette und vielen neuen Regeln, an die sich auch ihre Mom Doria Ragland zu halten hat. Sie musste schon vor der Royal Wedding einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen, was bedeutet, dass sie nichts über das Leben ihrer Tochter ausplaudern darf. Über ihren eigenen Alltag in den USA packen jetzt aber enge Freunde der 61-Jährigen aus. Die Yoga-Lehrerin ist mittlerweile wieder in Los Angeles. Das letzte Mal hat sie offenbar zwei Tage nach der Trauung mit ihrer Tochter gesprochen. Nun herrscht wohl Funkstille, gehe nicht einmal mehr ans Telefon und beantworte auch keine schriftlichen Nachrichten, behaupten Freunde von jetzt gegenüber Radar Online. Dorias Herz ist gebrochen und sie fürchtet, dass sie ausschließt. Größte Angst, die sie schon hatte, als er von der Verlobung mit Harry erzählte, ist es, nie wieder von zu hören oder sie zu sehen, erklärt ein enger Vertrauter. Ihre Angst war möglicherweise nicht unbegründet und ihr Freundeskreis hat dies ebenfalls befürchtet, das ist typisch. Sie ist jetzt adlig. Sie ist jetzt ein Teil dieser Familie und nun eiskalt zu jedem, auch ihrer eigenen Mutter.